Hallo und herzlich willkommen bei Zipper Detailing. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie wir das Trockentuch anwenden werden. Was zeichnet ein Mikrofasertrockentuch aus? Ein Mikrofasertrockentuch ist ziemlich flauschig. Es sollte mindestens 500 bis 800 GSM dick sein. GSM ist die Einheit für Gramm pro Quadratmeter. Meines hat rund 1200 GSM und kann ein paar Liter Wasser aufnehmen. Um ein Tuch am praktischsten und ökonomischsten zu nutzen, faltet man es in zwei, sodass man 8 verschiedene Seiten zum Trocknen hat. Wie auch beim Putzen fangen wir beim Trocknen ganz oben an und arbeiten uns Stück für Stück runter, bis wir unten angekommen sind. Aufpassen, dass man im unteren Bereich nicht den Boden mit dem Tuch berührt, denn sonst nimmt man Dreck auf und riskiert, seinen Lack zu zerkratzen. Zum Schluss nicht vergessen, zwischen den Türen und dem Kofferraum zu trocknen, da sonst das stehende Wasser auf lange Dauer Rost an der Karosserie hervorrufen könnte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und falls du in Zukunft noch mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere dich doch bitte. Danke und bis zum nächsten Mal.